Ich bin heute hier zu Gast in Wuppertal und habe ein besonderes Thema auf Empfehlung bekommen. Neben mir, mein Gesprächspartner heute, ist Andreu Ginastet. Erzähl mal ganz kurz, du bist Künstler mit einer eigenen Thematik. Ja, genau. Also für mich ist die Kunst eine Frage der Schönheit. Für mich ist die Schönheit die Dominante in der Kunst und nicht das Effektvolle. Und auch nicht das Schnelle, sondern eher das Langsame. Das heißt, meine Bilder enthalten Langsamkeit, Zerbrechlichkeit. Sie bedürfen der Empathie und sie strahlen auch Empathie aus. Das Mitgefühl. Ja? Und diese Empathie und dieses Mitgefühl sind mein Thema. Das ist mein Hauptthema. Und ich gehe es nicht nur künstlerisch an, sondern ich gehe es auch wissenschaftlich an und forsche an diesen Themen. Inwiefern kollidiert bei dir oder kombinierst du Wissenschaft und Kunst? Es ist unlösbar voneinander, es ist nicht zu trennen. Also die Wissenschaft beeinflusst bei mir die Kunst und die Kunst beeinflusst die Wissenschaft. Ohne den Zugang über die Kunst würde ich gar nicht in die Wissenschaft kommen. Ich würde gar nicht an die Fragestellungen kommen. Und ohne die wissenschaftliche Auflösung könnte ich meine Kunst überhaupt nicht herstellen. Ja, also dieses Bild hier zum Beispiel, das zeigt ja eine Frau und dann aus zwei Perspektiven. Man sieht 360 Grad, das heißt, es ist ein Foto von vorne 180 Grad, ein Foto von hinten 180 Grad, somit sieht man den ganzen Raum, das was ein Bildhauer im Kopf hat. Ein Bildhauer schaut sich Menschen an wie ein Arzt. Und ich sehe den Skelett, ich sehe, wie die Muskeln laufen unter der Haut. Ich sehe die Organe, wie die sich gerade stapeln, weil du sitzt und nicht stehst. Also das heißt, als Bildhauer hast du einen Röntgenblick. Und egal, wo ich hinkomme, wenn ich jetzt auf die Wand schaue, die vor mir ist, sehe ich den Raum dahinter und ich sehe, ich habe es im Kopf. Ja, ich kann dir so ziemlich genau sagen, welcher Abstand von mir bis zum Lidl und vom Lidl zur Schwebebahn, von der Schwebebahn dann zu den Barmenia-Gebäuden ist. Ja, ich habe das dreidimensional im Kopf alles. Und dieses bezieht sich dann nicht nur auf das Visuelle, sondern es bezieht sich oft auf die geistige Welt, es bezieht sich auf die Geschichte, auf den Ursprung der Menschheit. In Barcelona hatte ich eine Ausstellung in der Galerie von June and Jane. Die ist in der Nähe des Rathauses in Barcelona. Und in diese Ausstellung kamen in etwa 40 Soziologen der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Sozialwissenschaften der Universität Barcelona, um an der Eröffnung meiner Ausstellung teilzunehmen und schenkten mir ein Buch. Und dieses Buch war das Buch über die minoische Kultur der Insel Kreta. Und sie sagt mir, Andres, aufgrund dieser Bilder, du bist kein Europäer, du bist kein Spanier, du bist kein Katalane, du bist kein Mensch von heute. Du bist die Reinkarnation eines minoischen Künstlers. Ja? Das heißt, für mich ist es unmöglich, Wissenschaft und Kunst zu trennen, weil das gesamte ästhetische Empfinden bei mir sehr alt ist. Also du hast ja vorhin die eine Plastik bei mir oben gesehen, diese schwangere Frau, wie die Venus von Milo, Milo praktisch quasi prähistorische Züge, also Urzüge der Menschheit, matriarchale Züge auf der einen Seite. Das heißt, bei mir gibt es auch ein Eintauchen in die Zeit. Ich greife auch in die Zeit räumlich ein. Und hier hast du nicht nur die 360-Grad-Blickwinkel, sondern du hast praktisch eine klassische Körperhaltung aus der Bildhauerei. Deswegen wirkt dieses Bild auch eher, sag ich mal, wie ein Gemälde, wie ein Renaissance-Gemälde. Und du siehst den nackten Menschen, das ist die klassische Darstellung der Seele. Der nackte Mensch in der Bildsprache, deswegen auch bei Leonardo oder bei Michelangelo, der nackte Körper, der Gott berührt. Ja, diese Berührung in der Sixtinischen Kapelle, Gott und der Mensch, da ist der Mensch nackt. Der Mensch darf nackt sein, weil der reine Mensch, der göttliche Mensch, der nackte Mensch ist. Während in der Kulturtradition Europas, und das sind ja sehr empathische, sehr mitfühlende Bilder, in der Kulturtradition Europas ist also der gekleidete Mensch der Sündige und auch der vergängliche Mensch. Ja? Dementsprechend schaut dich hier im Bild die Seele an, also der göttliche Mensch
Und es geht von dannen, zeigt dir den Rücken, der gekleidete Mensch. Okay. Ja, das heißt, der gekleidete Mensch geht aus der Raumsituation raus, die Seele kommt rein. Wenn wir gleich in der Galerie sind, kann ich dir noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Die Kombination aus Wissenschaften, welchen Bereich der Wissenschaft greift deine Kunst denn ein? In die Komplexitätstheorie, in die Systemtheorie der Gewalt und die Schnittstelle zwischen Kulturtheorie und der Biologie, die Epigenetik. Also die Epigenetik ist tatsächlich ein Bindeglied zwischen der Biologie und der Kultur. Das heißt, wie definierst du Epigenetik oder was? Die Epigenetik ist sehr einfach zu definieren. Das ist eine Proteinschicht, ne? Das ist ein Chromosom. Und um dieses Chromosom herum ist eine Proteinschicht. Und diese Proteinschicht ist der Mantel des Chromosoms. Und diese Proteinschicht besteht aus Proteinen, die spezielle Rezeptoren hat. Und diese Rezeptoren reagieren auf Hormone. Das heißt, wenn in dem Embryo des Menschen zum Beispiel über die Mutter Hormone in das Embryo reingegeben werden, dann ist es so, dass die entsprechenden Proteine mit den entsprechenden Rezeptoren dann in der Zellteilung bereits wirksam aktiv werden und zum Beispiel zur organischen Ausdifferenzierung führen. Also da wir als Menschen in jeder Zelle den gleichen Satz Chromosomen haben, müssten wir eigentlich Fleischkugeln sein, in denen es keine Knochen, kein Fleisch, gar nicht. Es wäre eine Masse aus einer Substanz. Ja? Und die Ausdifferenzierung der Organe wird nicht von der Genetik bestimmt, sondern von der Epigenetik. Weil in jeder Zelle praktisch der komplette Bausatz für den gesamten Körper steckt. Und es geht darum, was kommt zum Ausdruck. Und diese Proteine, die die Chromosomen ummanteln mit ihren Rezeptoren, entscheiden dann darüber, welche Eigenschaft welche Zelle hat. Und das bezieht sich dann nicht nur auf die organischen Eigenschaften. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen. Ich werde gleich sicher noch ein paar Beispiele mehr geben. Sondern es bezieht sich auch auf die Charaktereigenschaften. Ja, ob ein Mensch ängstlich oder mutig ist zum Beispiel, wird von der Epigenetik entschieden. Das heißt, die Epigenetik ist auch eine Art Speichermedium, die Dinge aufnimmt, Einflüsse aufnimmt von außen und dann sozusagen zum Schutz des Lebens umsetzt, um sie dann sozusagen zu verankern in der nächsten Generation. Völlig richtig. Man ist der Epigenetik ja auf die Schliche gekommen, weil man versucht hat zu verstehen, bei Kohorten von eineiigen Zwillingen, warum ein Zwillingsbruder dann, obwohl er exakt den gleichen Chromosomensatz hat wie sein Zwillingsbruder, Krebs hat und der andere nicht. Also es war in der Krebsforschung, wo das aufgefallen ist. Es war halt nicht erklärbar, weil bei eineiigen Zwillingen der Chromosomensatz exakt der gleiche ist. So, wenn der Chromosomensatz exakt der gleiche ist, wieso kann der eine Krebs haben und der andere nicht? Also hat auch etwas mit der Evolutionstheorie natürlich ein Stück weit was zurück zu tun, weil man gesagt hat, wenn man die Darwins-Finken sich mal beobachtet, auf jeder Insel leben Finken, aber alle unter unterschiedlichen Einflüssen von außen, haben sich also entweder im Nahrungsverhalten verändert, der Schnabel hat sich verändert, um Körner, die dann sozusagen endemisch nur auf dieser einen Insel vorkommen, anzupassen, wo es da immer nur ein gewisser Prozentsatz von den Tieren geschafft hat, aber sie haben dann eigene Unterart gebildet, obwohl der Ursprungs von der Genetik her der Ursprungssatz gleich war. Ist also auch bei uns Menschen ja mitunter so. Es gibt Menschen, die auf verschiedenen Inseln leben oder abgeschottet leben von anderen Kontinenten, die sich anders entwickelt haben. Ja. Das heißt, wie schnell ist Epigenetik rein theoretisch in der Umsetzung? Brauchst du dort mehrere Generationen oder ist das etwas, was variabel auf Einflüsse sich einstellt? Das ist vom Thema abhängig. Also zum Beispiel Charaktereigenschaften sind extrem variabel. Du kannst also einen Menschen, der über ein Trauma das Selbstvertrauen verliert und du weißt jetzt sehr genau, an welcher Stelle am Chromosomensatz die Verletzung dann sichtbar wird, weil man das messen kann. Also diese epigenetischen Schäden sind tatsächlich an jedem Chromosom messbar. Es ist also möglich, dann diesen Schaden, wenn es jetzt zum Beispiel um den Verlust von Selbstvertrauen geht, dann innerhalb von 3 Monaten über eine entsprechende Behandlung zu revidieren. Das heißt, das Selbstvertrauen kann wiederhergestellt werden. Die Heilungsprozesse können rasant schnell eintreten.
Es wird aber jetzt momentan von der Politik eine gewisse Forschungspolitik betrieben. Und diese Forschungspolitik verfolgt etwas für mich schwer zu begreifende Ziele. Wie zum Beispiel, dass in Bonn an der Universität ein Experiment gemacht wird, vom DAAD finanziert. Dann wird ein Experiment mit einem Hormon gemacht, mit Oxytocin. Und dann werden die Studenten mit Oxytocin behandelt. Und worum geht es? Es geht darum, praktisch bei widerspenstigen, normalen Menschen die Kooperationsbereitschaft zu erhöhen, wenn es zum Beispiel um die Integration von Ausländern geht. Das heißt, man will maßgeblich Einfluss nehmen auf den Menschen in seinen Wesenszügen, ohne dass er es selber direkt mitbekommt. Man könnte die Vermutung äußern. Also ich sag mal, das Problem, das ich habe, ist, dass so ein Experiment dann praktisch veröffentlicht wird in der berühmtesten und renommiertesten wissenschaftlichen Zeitschrift der USA, in der Rockefeller University in New York im August 2017, aber in den Medien in Deutschland gar kein Bericht darüber erfolgt. Und das finde ich komisch. Für mich ist dann die Frage zum Beispiel, ich bin ja nun mal selber Forscher. Ich habe einen sehr hohen ethischen Anspruch. Ich könnte es mir gar nicht leisten, so eine Forschung in der Form zu überlegen. Das käme mir gar nicht in den Sinn. Ich würde allerhöchstens mit der Chefetage von Rheinmetall den Versuch machen wollen, aber doch nicht mit normalen Studenten an der Uni in Bonn. Ja, also das heißt, sind die darüber informiert oder wissen die von dem Experiment in dieser Form, was es auswirkt? Das sind ja, sage ich mal, Kandidaten. Es wird mit einer Kontrollgruppe gearbeitet. Das heißt, es gibt eine Probandengruppe, die hat von mir aus 100 Studenten. Da gibt es eine Kontrollgruppe mit 100 Studenten, die also das Mittel nicht bekommen. Ja, und es wird natürlich der Unterschied im Verhalten gemessen. Ja, das wird alles von langer Hand vorbereitet. Es ist natürlich klar, die Teilnehmer werden alle dafür bezahlt. Die kriegen auch ein kleines Budget, ein kleines Honorar dann dafür. Mit dem Geld lässt sich ja alles machen. Also das ist überhaupt nicht das Problem. Ne? Also ich denke, die Forschung als solche wird schon so gemacht, spielerisch auch. Das wird dann ausprobiert. Das ist wie Lego-Bausteine zusammenbauen. Und die Deutschen machen das ja sehr gerne. Lego ist ja eine deutsche Erfindung. Ich finde die auch sehr schön. Nur könnte ich mir die Lego-epigenetischen Bausteine ein bisschen anders vorstellen. Wie gesagt, ich denke, dass es eine Frage der Zielsetzung ist. Und man muss ja bedenken, dass wenn das DAAD eine solche Forschung genehmigt, bezahlt, beauftragt, ja auch in der Politik vorher darüber gesprochen werden muss. Das fällt ja nicht vom Himmel. Und da frage ich mich, welche ist die Zielsetzung? Weil wäre die Zielsetzung nicht, dass wir die Ursache für die Flüchtlinge, das heißt die Waffenlieferungen der Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel parallel nach Pakistan und Indien stoppen, die Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien und Jemen stoppen? Wäre das nicht eher das Ziel? Also müssten wir nicht eher vielleicht die Politiker selbst mal einem Experiment mit Oxytocin unterziehen? Vielleicht können wir ja die Kooperationsbereitschaft bei den Politikern erhöhen und müssen das nicht bei den Studenten in Bonn machen. Wenn du sagst, Hormone haben einen Einfluss darauf, es gibt natürlich immer Theorien, wo man sagt, bei uns sind das Verschwörungstheorien, das Thema Fluorid in der Zahnpasta ist mal ein Zusatz, den man eingegeben hat, um natürlich auch Einfluss auf die Wesenszüge des Menschen zu haben. Es ist also Einfluss mehr oder weniger auf das Nervensystem des Menschen. Du sagst, bei der Epigenetik kann ich direkt auch auf den Charakter des Menschen Einfluss nehmen. Oder sofort. Also es ist so, dass das Hormon Oxytocin sofort wirkt. Das wird entweder nasal, also über die Luft, über ein Spray eingenommen. Das heißt, im Versuch wird also praktisch in dem Raum, wo die Probanden sind, einfach gesprüht. Mhm. Ja, oder es wird per Wasser verabreicht. Man kann es nicht schmecken, man kann es nicht riechen. Ja, also das heißt, und das Oxytocin wirkt sofort und es wirkt genau 24 Stunden. Kann also eine Beeinflussung einer kurzzeitigen Entscheidung auch sein, mitunter vielleicht wie vor Wahlen oder? Ich habe ja Frieden vermittelt im Nahen Osten, ich habe auch in Afghanistan Frieden vermittelt und dann habe ich halt mit Offizieren im Kriegseinsatz darüber gesprochen, die haben mich gefragt, ob man sich vorstellen könnte, das Oxytocin den Taliban in den Tee zu kippen, einfach nur um 24 Stunden zu haben, um mit denen zu reden. Dass normale Gespräche möglich werden.
Und das ist möglich. Das Problem, das man dann hat, ist, dass nach 24 Stunden der Effekt vorbei ist. Also muss man sich schon überlegen, was man in den 24 Stunden bespricht, damit die Vereinbarungen, die innerhalb dieser 24 Stunden getroffen werden, jenseits der 24 Stunden auch noch gültig sind. Wenn du sagst, du hast Frieden vermittelt, wir stellen dich jetzt vor als Künstler, aber das Thema Friedensvermittlung würde ich nochmal kurz vertiefen. Es ist ein anderer Teil deines Lebens, der fernab der Kunst dich aber mit begleitet und die auch Einblicke in die Welt gegeben haben, die so für den normalen Laien oder Friedensaktivisten so nicht sehbar waren. Das ist richtig. Also es ist so, dass die Friedensvermittlung zu mir kam. Ich wollte überhaupt nicht Friedensvermittler werden. Mich hat der Frieden gar nicht interessiert, weil für mich Frieden etwas komplett Absurdes und Utopisches ist. Es ist so, dass der Frieden nichts anderes ist als, wie der Krieg auch, ein Ergebnis der Summe aller Verhaltensweisen aller Menschen in einer Gesellschaft. Ja, also für mich gibt es keinen politischen Frieden. Das ist Blödsinn. Ich sage mal, das, was ich machen kann, ist helfen, wenn zum Beispiel ein nuklearer Krieg droht, dann eben Gespräche so zu führen, dass diese Bedrohung abgemildert wird. Ja, dass wir nochmal einen Aufschub bekommen von 3 Jahren. Das ist aber kein Frieden. Das ist allerhöchstens ein Waffenstillstand. Und dann noch ein schlechter. Wenn du sagst, du wirst gerufen, da klingt ja nicht einfach das Telefon und es ruft irgendjemand an, sondern also technisch gesehen ja, aber es gibt ja verschiedene Institutionen, die sich mit dem Thema Krieg und Frieden auseinandersetzen. Das heißt, dich rufen die Regierungen an oder die Gremien oder wie muss man sich das vorstellen? Also mal sind es Regierungen, zum Beispiel in Algerien war es die Regierung, direkt Bouteflika, ganz klar. Da war auch die UNO involviert. In Afghanistan war es der Supreme Allied Commander, also da war es dann zum Beispiel der Admiral James Stavridis. In anderen Situationen waren es einfache Offiziere, die mich dazu geholt haben. Zum Beispiel hat die PKK mich um eine Vermittlung mit der Türkei gebeten. Und wir haben es versucht. Also ich hatte Besuch dann von einer PKK-Frau, die war 3 Tage hier bei uns, hier an diesem Tisch hat die mit uns gesessen. Und wir haben dann die Situation in Kurdistan besprochen, haben besprochen also, wo die Kurden alle sind, was die Kurden wollen. Und ich habe mich dann bereit erklärt, okay, ich habe gesagt, ich mache das. Dann habe ich also die unterschiedlichen Regierungen angerufen. Ja, und dann hatte ich die schönsten Effekte. Ja, die Russen haben sofort geantwortet, positiv geantwortet und ich kann ja die Mimik der Person vorspielen, der ich im Bundeskanzleramt begegnet bin und mit der ich das besprechen wollte. Und diese Person, Herr Gnest, nein, 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 bitte nicht ansprechen, nein, nein. So, was willst du dann machen? Ich habe eine Familie, ich habe Kinder, ich kann ja nicht alles aufs Spiel setzen. Ja, das heißt, ich kann bestimmte Vermittlungen machen und bestimmte Vermittlungen nicht. Ja, und das muss man sehr ernst nehmen, weil die Situation für die Kurden sich verschlechtert hat und ich immer noch gerne vermitteln würde, aber ich brauche dann einen Ansprechpartner. Im Bundeskanzleramt muss jemand sitzen, der bereit ist, mit mir darüber zu reden und das ernst zu nehmen und nicht parallel den Kurden und den Türken Waffen verkauft. Ja. Ist nachvollziehbar. Ist die Rolle der Bundesrepublik Deutschland in Bezug auf Krieg und Frieden natürlich auch verändert. Also wir hatten den Jugoslawienkrieg, wo wir das erste Mal in einer anderen Rolle auch unterwegs waren auf der Welt. Früher hatten wir uns eher in diplomatischer Form unterwegs gesehen, vielleicht ein Stück weit. Auf der anderen Seite, du kannst das gerne revidieren oder erläutern von deiner Seite aus, was ich gut finde, sind wir auch einer der größten Waffenexporteure mitunter auf der Welt. Und das heißt, wir fahren da ein Stück weit doppelmoralisch natürlich auf dem Planeten. Ich würde sagen, das ist ein total zynisches Spiel, das gefahren wird. Ich sehe da überhaupt keine Doppelmoral. Ich sehe eindeutig die Kriegslust. Ich sehe nichts anderes. Und zwar ungebrochen seit dem Zweiten Weltkrieg. Es hat nicht aufgehört. Ja, der BND, und das ist in der ARD, in einer sehr schönen Fernsehsendung, in einer dokumentarischen Fernsehsendung in der ARD dann erklärt worden, haben ehemalige nationalsozialistische Offiziere dann praktisch den Waffenhandel der Bundesrepublik im Namen des BND mit Unterstützung des BND abgewickelt. Das wurde in der ARD gesendet und da gibt es eine entsprechende Dokumentation. Pakistan, Indien, deswegen erwähne ich das. Ich habe diese Filme gesehen, es ist frappierend, aber es ist auch selbstverständlich. Es ist nichts Erstaunliches. Ja?
Man darf eben nicht erwarten, dass ein Staat ein moralisches Wesen ist. Das ist ein Staat nicht, sondern ein Staat ist ein opportunistisches Wesen. Jetzt haben wir natürlich nicht nur die Bundesrepublik Deutschland als Player innerhalb Europas, sondern wir haben die großen Player natürlich auch Russland und Amerika. In welchem Einklang, denkst du, ist der Einklang zwischen Deutschland und Amerika? Ist der überwiegend gegenüber Russland oder wie stellt es sich dar? Sehr gespalten. Das wird immer unterschiedlich bewertet werden. Also wir müssen immer gucken, wer spricht mit wem. Also auch eine Regierung besteht zwar zum einen aus Weisungen und aus Strukturen und aus Handlungsmustern, aber eine Regierung besteht auch aus Menschen. Und wir werden immer wieder eine Überraschung erleben. Dann werden wir immer wieder überleben, dass einzelne Menschen sagen, ich möchte überhaupt nicht in die Richtung gehen. Ja? Und dann wird es eben Fans für Donald Trump geben und es wird halt Leute sagen, mit dem möchte ich nicht an einem Tisch sitzen. Also insofern gibt es da keine eindeutige Antwort. Deswegen sage ich, dass Frieden nichts ist, was in der Politik gelöst wird. Sondern ich sage, Frieden ist die Folge alltäglicher Handlungen. Ja, und damit meine ich eigentlich die Folge dessen, wie in Familien Kinder groß werden. Okay. Inwiefern hat die Epigenetik Einfluss auf deine Tätigkeit als Friedensvermittler? Wie kommt das selber an? Weil es ist ja eine relativ neue wissenschaftliche Richtung auch. Ja. Ja, ist richtig. Also zum Beispiel die Reversibilität der Programmierung durch die Epigenetik wurde erst 2008 als Konvention weltweit festgelegt. Das heißt, bis 2008 hat man vermutet, dass es so ist, aber man hat es nicht wirklich definitiv akzeptiert oder es ist nicht Konvention gewesen. Seit 2008 ist also etabliert, dass man mit einem Trauma die Epigenetik eines Menschen schädigen kann und mit einer Behandlung die Epigenetik wieder heilen kann. Und das kann man von mehr als 10-mal hintereinander machen. Ja. Das heißt, das setzt sie aber auch leicht wie eine Waffe ein, oder? Ja, ist die Gefahr. Das ist praktisch, es ist zweischneidig. Ne? Und deswegen bin ich dafür, dass der Umgang mit der Epigenetik sehr sorgfältig vonstatten geht. Und ich habe bestimmte Vorschläge im Militär unterbreitet und auch den Geheimdiensten und auch gewissen Politikern. Ich habe nie eine Antwort bekommen. Wahrscheinlich waren sie zu ethisch. Ich wünsche mir, dass wir unsere Forschung immer noch machen dürfen, so wie ich es vorgeschlagen habe, weil ich das als einen ethisch sinnvollen Weg erachte, um Trauma weltweit zu reduzieren. Mein Ziel wäre es, jetzt wo wir wissen, dass es geht, dass wir die Traumamenge in der Weltbevölkerung unter 30% fahren. Ist ein ambitioniertes Ziel. 3 Jahre. 3 Jahre. Ich brauche das gesamte Wehretat des gesamten Planeten. Also ich brauche sämtliche Gelder, die für die Rüstung ausgegeben werden, 3 Jahre. Und danach habe ich nie wieder Trauma in der Menschheit und auch nie wieder einen Grund, Krieg zu machen. Das würde aber auch eine gesamte Industrie lahmlegen, die davon momentan profitiert. Also warum sollten Sie es tun? Weil dafür dann 100.000 andere Industrien entstehen, die sehr viel profitabler sind und noch viel mehr Geld abwerfen. Das heißt, der Druck müsste eigentlich von der anderen Industrie ausgehen, auf die Waffenlobby oder auf die Waffenindustrie? Oder? Nein, es ist eine Frage der Gespräche. Also es geht um eine Narrative, um eine Erzählweise, die geändert werden muss. Und es geht darum, wie viele Menschen von dieser neuen Erzählweise erfahren und wie viele Menschen über diese neue Erzählweise reden. Es geht um kritische Massen. Okay. Ja, es geht um nichts anderes. Und es muss eine konsistente Minorität geben, das ist sozialwissenschaftlicher Jargon. Also eine konsistente Minorität ist eine Minderheit von Personen, die sich auf Gedeih und Verderb versprechen, sich an ihre Ziele zu halten und nicht klein beizugeben. Das Gleiche ist schon mal im 18. und 19. Jahrhundert mit der Lobby passiert, die die Sklaverei abgeschafft hat. Ja. Das war ja auch ein langwieriger Prozess, die Sklaverei abzuschaffen. Und im Endeffekt ist das mit Finanzen gelaufen. Also im britischen Parlament hat ein Parlamentarier so viele Parlamentarier geschmiert,
dass sie ihm die Stimme abgegeben haben und bereit waren, dann das Gesetz zur Abolition der Sklaverei dann im Parlament zu beschließen. Das heißt aber auch, dass wir als Menschen alle Mittel selber in der Hand haben, um darüber zu entscheiden, wie wir auf diesem Planeten weiterleben wollen. Ja, das ist richtig. Aber ich schlage vor, wir tun es in Schönheit. Ist ein guter Ansatz. Ich würde auch nicht weiter in die Tiefe gehen. Das ist eine Einleitung heute mal in unseren ersten Besuch, ins erste Kennenlernen. Mhm. Das Bild lädt ein, mehr zu sehen. Das heißt, wir würden jetzt mal wechseln von der Lokation in die Galerie. In der Galerie hätten wir die Möglichkeit, andere Exponate auch noch zu sehen. Das ist eine andere Art von Freiraum, weil es ja auch sehr intim ist, jetzt heute bei dir privat mal so zu sein. Ich denke aber, dass gerade dieses Thema noch viele, viele Fragen aufwerfen lässt und wir da noch einiges hören können dazu. Danke dir erstmal. Ich danke dir auch, David.